Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind jetzt in diesem Part auf der Suche nach demjenigen, der anscheinend den Titanen angreifen will. Allerdings haben wir den bisher noch nicht gesehen. Ich würde einfach mal stark vermuten, dass der doch irgendwo hier auf Bodenlevel ist. Obwohl eigentlich haben wir uns soweit hier schon mal umgeschaut, aber vielleicht, ja, das heißt ja in der Nähe vom Dorf, ne? Und wir waren schon in der Nähe vom Dorf, waren sogar auf diesem komischen Berg da und haben das Ding komplett erklommen. Das hat alles nichts gebracht, also Fragen über Fragen. Auf jeden Fall habe ich offscreen mal die, das mal genutzt und habe mal die Oni-Ausrüstung, die wir gekauft haben, direkt mal verbessert. Ist direkt auf Stufe 2 auch noch. Und, ja, sollten eigentlich so weit sein, das auch so schaffen zu können. Oh. Von unserem lieben Kerlich eher noch keine Spur, ne? Hey, du da, wo ist denn dein Kollege? Schieß los. Erzähl uns ein bisschen mehr über Medo. Ah, das war eine Idee. Ah, Bombenpfeile. Und wer bist du? Er ist ein Bogenbauer, okay. Von Theba nichts zu sehen. Ich würde ja vermuten, dass er in einer von den Häusern da ist, aber... Oh, wir sollen anscheinend zu ihr. Wo ist er denn? Zum Flugplatz. Oh, das ist ein Gedenkort an diesen Oni-Recken. Ah, das Symbol sagt Link anscheinend etwas. Ich bin sehr gespannt, weil Revali so ein bisschen wie der Rivale von Link gewirkt hat. Also in eines der Erinnerungen. Guck dir den coolen Kerl an, ha? Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich
erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern. Ja, ja, das ist ein echt cooler Typ, ja, ja. Und ein bisschen eingebildet. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung gab. Ein echter Rivale. Stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je. Habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's. Da oben. Ah, aber da kann er ja nicht hin. Ich vergaß. Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Ein bisschen Arschloch ist er schon, ne? Ein bisschen Arschloch. Ein bisschen Angeber, eingebildet und fies ist er. Aber bestimmt mit einem netten Kern. Aber ich glaube, das liegt nur vor allen Dingen daran, dass Link halt der Auserwählte ist. Von dem Master Schwert, dass er so ein bisschen eifersüchtig auf ihn ist auch. Ha. Dann sieht's so aus, als müssten wir uns auf den Weg machen. Zu diesem Flugplatz. Oh, bitte sag mir nicht, dass der eine auch ein Nachfahrer ist von diesem... Oh je, wenn das ein Nachfahrer ist, dann wird das interessant. Eine interessante Unterhaltung. Oh, da geht's so tief runter. So viel See. Ja, den Schrein, den kann ich selber sehen. Das musst du mir nicht anpiepen. Außer den einen Schrein bei der Stallung, den habe ich natürlich übersehen. Ja. Oh, hier wird's kalt. Hier wird's kalt. So, und wie ihr sehen könnt, ich habe die Ausrüstung bereits verbessert. Jedes Ausrüstungsteil gibt jetzt inzwischen 8 Rüstungen. Von der Orni Ausrüstung. Und hier gibt's sogar Pferde? Okay. In dieser kalten Umgebung. Ich nehme besser was anderes. Komm, brenne, brenne! Dein Kollege auch, ja. Ich hab keinen Bogen mehr an. Ah, jetzt. Boom, gosh, shakalaka. Okay, dann hat's einfach direkt verpufft. Ja, okay. Na dann. Schön war's. So, gehen wir mal da hoch und gucken uns mal an, was das für ein Typ denn ist. So ein kalter Ort, dieser Flugplatz. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Schrein da. Gehen da mal ganz kurz rein, schauen uns ein bisschen um. Und werden dann hoffentlich mal treffen, wer auch immer da auf uns wartet. Ein sehr vorlauter Orni. Erinnert uns erinnert uns ziemlich an diesen Revali. Und ja, man merkt auf jeden Fall durch die Erinnerung auch, da war eine Eifersucht und Rivalität, eine gewisse dicke Luft zwischen den beiden. Ich bin gespannt, ob jetzt auch 100 Jahre später, ob das immer noch so der Fall ist.
Ah, Prüfung von Charvan. Und jetzt geht es anscheinend um Fliegen. Ja, wer hätte es gedacht? Versteckte Winde. Aha. Na denn. Gut, das ist ja nicht so wirklich versteckt. Hopp. So, nichts davon. Ich möchte keinen Ärger. Ah, wieder violette Rubin, sehr schön. Okay. War es das etwa schon? Das ist aber ein ziemlich kurzes. Ziemlich kurze Prüfung. Ah, da gibt es noch ein bisschen was. Okay. Aha. Ah, das war mit versteckten Winden gemeint. Das schaffen wir. Fast vorbeigehopft. Fast vorbeigesprungen. Oh, Schnellfeuer. Jetzt geht's aber los. Oh, bestimmt kriegen wir einen Bogen von Revali, wenn wir den Titan besiegen. Okay, das war eine recht coole Prüfung. Zum Glück auch nicht so anspruchsvoll ans Kämpfen. Also in letzter Zeit haben wir irgendwie gefühlt nur solche Kampfszenarien in den Schreien. Von dem her bin ich froh, dass es mal was anderes ist. Ah, und schon wieder 3 Stück. Sehr gut. So, dann können wir auch jederzeit zum Flugplatz. Wir haben auch, glaube ich, etliche Nebenquests, die wir eigentlich mal machen könnten. Also einmal bei der Gerudo-Wüste hatten wir das noch mit den Robben. Dann, glaube ich, bei den Gerudo gibt es noch, bei den Gronen gibt es noch was. Und bei den Zoras bin ich mir gerade nicht sicher. Aber hier wäre es definitiv dieser Flugplatz. Jetzt hat zumindest der Schneesturm ein bisschen aufgehört. Aber hier ist irgendwas im Gange. Aha, tatsächlich ist... Hier ist der Flugplatz. Mit einigen schönen Zielen und sowas. Bin mal gespannt, was für eine Art Oni wir treffen werden. Auf jeden Fall ist es extrem kalt hier. Kann hier leider nicht meine Regenrüstung anziehen. Hm. Ein paar Pfeile. Ein interessanter Bogen. Das wird wohl unser Kollege hier sein, oder? Hm? Hallo, Theba. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Der hat keinen Bock, sich mit uns zu beschäftigen. Der will lieber seine Bogenschießkunst verbessern. Und sich dann mit dem Titan anlegen. Ich würde dir helfen. Ich bin Link. Hm. Okay. Also ist wahrscheinlich so einer wie der Zora-Prinz. Der will sich da nicht großartig beeinflussen lassen. Und zwar. Na dann.
Nee, nicht wirklich. Okay. Ja, gib mir noch einen kleinen Tipp. Gut, dann machen wir das. Kleinigkeit. Wir können in der Luft auch gut zielen, so ist nicht. Oh, nicht schlecht. Weiter so. So geht's. Perfekt. Das haben wir ja locker geschafft. Da hätten wir ja noch 20.000 andere machen können. Ja, wenigstens hat er uns einigermaßen gerne im Vergleich zu uns, zu Revali. Okay. Dann lassen wir zur Gegenleistung einen Bogen bei dir. Weil ich habe keinen Platz mehr. Ganz einfach. Ein Falkenbogen mit Schnellfeuer. Ah, sehr interessant. So. Aber wir benutzen nach wie vor unseren Ritterbogen natürlich. So, ich wäre bereit. Hm, 20 Stück. Okay, das reicht erstmal. Was ist der Plan? Mhm. Okay, was für Vorbereitungen denn noch? Ja, okay, dann wären wir eigentlich bereit, weil wir haben ja Schutzkleidung und alles dabei. Wir können ja auch einfach sagen, dass wir Zelda retten wollen, aber dann fragt es sich nur, wer ist denn Zelda? So haben wir wenigstens eine Bindung mit dem angeknüpft, von wegen so, ja, ich will euch helfen, damit ihr mir helft, mich selbst zu helfen oder so. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, das sieht interessant aus von hier oben. Oh, ich würde gerne fliegen können. Uiuiui, da hat er einen richtigen Schutzschild hier, okay. Die müssen wir wohl erst platt machen. Okay. Alles klar, wir sind vorbereitet. Kann losgehen. Jetzt liegt's an dir. Bist du verletzt?
Woo! Jetzt wird's gefährlich! Schnappen wir uns das Teil. Gut so, genau richtig. Jetzt wird's gefährlich. Wuhu! Er hat uns im Visier. Was war das mit von wegen Feuer auf dich lenken? Yahoo! Vorsicht! Egal, zum nächsten Angriff lassen wir ihn erst gar nicht kommen. So wird's gemacht! Alle sind so weit oben, ey. Woo! Ah, jetzt zieht das Feuer auf ihn. Sehr gut. Kann ich in aller Ruhe rüber? Ah, jetzt aber. Surprise, Motherfucker! Jetzt wird's gefährlich. Nur noch eins. Oh, der ist allerdings auf mich fixiert. Kein Problem, jetzt warte ich noch auf seinen Schuss. Jawohl, und runter hier. Zack. Zack. Woo! Kleinigkeit. Alter, das Teil sieht genial aus. Hat sich einmal erwischen lassen. Sieht so aus, als hätte ich was abgekriegt. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Mach dir keine Sorgen, es ist nichts Schlimmes. Und du solltest dir jetzt Medo vorknöpfen. Da ist unser Punkt. Link, du schaffst das. Buh, so viel motivierende Worte. Das hatten wir zuletzt beim Zora-Prinzen. Oh, freu. So. So, geht's los. Das Teil sieht Hammer aus. Ich bin echt gespannt, was wir hier alles für... alles sehen werden, alles für Gegner haben werden. Und ich bin auf die Aussicht gespannt, die wir von dem Titan aus haben. Also wir werden hier wahrscheinlich runtergucken können auf das ganze Gebiet. Auf ganz Hyrule wahrscheinlich. So, so können wir jederzeit zu dem Teil zurück. Alles klar. Na, sieh mal an, ein alter Bekannter. Freut mich auch, dich wiederzusehen, Rivali. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Medo Ganons Klauen zu entreißen, oder? Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titan zeigt. Hockt direkt im Kopf, okay. Der Daten der Karte enthält.
Meinst du, du kannst ihn erreichen? Na denn. Ui, gucken wir mal ganz kurz runter. Ohohohoho. Ah, da will ich so oder so hin. Können wir gleich mal den Viech den Garaus machen. Zack. Und dann die Aussicht genießen. Ah, ein Saphir. Schöne Sache. Wow. Heilige Scheiße, ist das eine Aussicht hier. Seht euch das an. Hammer. Puh. So, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Oh, da drüben gibt es nicht viel zu sehen. Viele Hochlande und so. Aber das, oh, Hammer. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Würden uns dann hier beim Titan ein bisschen umschauen. Und ja, müssen wohl, wie es aussieht, hier die ganze Zeit diese Rüst, diese Montur tragen. Aber was soll's. Wir gewöhnen uns schon an die. Kein Problem. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ja, nächstes Mal wieder richtig spannend. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.